Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück in unserer Luxusvilla hier. Mit Sonnenblick. Ist das nicht herrlich? Ach, ist das schön. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So. Ich möchte immer noch gerne mein Katzenposter hinhängen. Zack. So, und ich möchte noch eine Sache bauen. Nämlich eine Luke wieder zum Reingehen. Quarz und Titan hole ich mir kurz nochmal. Das ist ein schöner Eingang. Ja, plus 3,5 haben wir noch. So. Und dann haben wir hier wieder, wenn wir reinkommen, unser schönes Katzenposter. Das sieht scheiße aus hier mit dem Ding. Das finde ich uncool. Ich könnte auch noch eine Wand hier hinsetzen. Dann könnte ich, das machen wir auch, kommt. Den bauen wir gerade mal kurz ab. Mal Außenbeetkasten, Scheinwerfer, Glas und Titan. Könnten wir wieder ein bisschen Titan vertragen, ne? Zack. So. Keep calm. Die beiden nehme ich mal gerade weg. Will ich schon meinen Schreibtisch noch nach da unten zu bauen oder da hinten neben zu setzen, weil der steht hier ganz schön im Weg. Die Frage ist, taucht er immer auf der anderen Seite auch auf, wenn ich den hier hinsetze? Ja, man sieht ihn immer durch. Das ist ja blöd. Na gut, so sieht es jetzt nicht mehr ganz so schlimm aus. So, und wir haben noch einen Spind mehr. Bald werden wir wieder Titan haben. So. Ja, auf jeden Fall, vor allem haben wir drei von diesen Dingern. Kreaturenei, das brüte ich auf jeden Fall noch aus. Soll ich jetzt hier den Sandhai und so, muss ich die jetzt umbringen? Oder kann ich die hier aussiedeln? Oder tun die mir irgendwas? Oder sind die viel zu klein dafür? Sandhai einsammeln. Pirscher einsammeln. Spatenfisch einsammeln. Was kann ich jetzt mit denen machen? Nix. Cool. So, Kreaturenei. Ich habe ja durchaus noch ein paar Eier hier vor der Haustür gelagert, nicht? Gucken wir mal, was wir noch so ausbrüten hier. Das da finde ich super. So, ihr dürft nach draußen. Ja, jetzt greif mich auch noch an. Ich habe dich gezeugt, Keule. So, das packe ich mir mal rein. Das sind die Sandhai-Eier. Die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ich weiß ja jetzt, was das ist. Das sind die Pirscher-Eier. Jetzt habe ich mir natürlich wirklich überhaupt keinen Gefallen damit getan, ne, die Viecher hier rausgelassen zu haben. Hier, das hätte ich gerne noch.
Tigerpflanzensamen, Spatenfischei. Ach, das ist noch ein Kreaturenei. So. Welcome aboard, Captain. So. Die Samen kann ich jetzt hier einpflanzen, oder was? Ah ja, die darf ich jetzt hier tatsächlich einpflanzen. So, und ihr brütet da jetzt ein bisschen? Das finde ich super. Zack. Ja, das Spatenfischei kann ich wieder mitnehmen. Da weiß ich ja, was es ist. Wunderbar. Weg damit. Darf ich nicht noch so ein Blumenbeet hier bauen? Dafür habe ich zu wenig Titan. Nun gut. Dann ist das so. Nachricht haben wir keine mehr. Der Spatenfisch kommt noch in unser Aquarium. Darf ich die hier einpflanzen? Ja, darf ich hier wieder hinsetzen. Dann kommt der Pirscherzahn hier noch hin. Kommt da wieder rein. Soll ich die alle drei mitnehmen? Oder reicht es, wenn ich eine mitnehme? Ich nehme mal eine mit, ne? Das muss reichen. So. Konstruktionspläne. Ah, ich wollte noch... Genau, gucken wir uns doch jetzt noch mal ein bisschen was an hier. Also, was wollte ich noch herstellen? Verstärkten Taucheranzug habe ich schon. Den Strahlenschutzanzug hatte ich auch schon. Kompass habe ich schon. Das Stasegewehr lässt physische Objekte erstarren. Computerchip, Magnetit und Titan. Das bauen wir uns mal gerade. Schubkanone haben wir schon. Lichtstab, weiß ich nicht, ob wir den irgendwann überhaupt mal brauchen. Ich habe ihn bisher noch nicht gebraucht. Computerchip, zweimal Magnetit und einmal Titan. Und es scheitert vermutlich tatsächlich am Titan. So, Magnetit müsste drüben noch sein. Haben wir auch keinen Computerchip mehr? Hatten wir nicht noch so viele? Wow. Kann das meine Basis zum Explodieren bringen? Den packe ich gerade noch irgendwo hin. Die Spatenfischeier kann ich jetzt mal wegschmeißen. Die brauchen wir nicht mehr. Das nehme ich mal mit, weil ich noch ein Bett bauen wollte. Hier ist Magnetit. Eins, zwei Stück. So, Computerchip brauche ich noch. Den stelle ich hier mit Kupferdraht und noch was anderem, ne? Kupferdraht, Gold und zwei Tischkorallenproben. Kupferdraht. Gold zweimal, ne? Ne, Gold einmal. Und Tischkorallenproben, die sind drüben. Das sind die Röhrenkorallen. Wo sind die Tischkorallen? Da liegt noch eine. Ich hoffe, die reicht. Nein, da muss ich noch eine nehmen. So. Und ein Computerchip, bitte. So. Dann brauche ich jetzt noch wirklich genau noch einen Titan. Das ist ja völlig geil. Mir fehlt es an Titan. Das ist unglaublich, aber so ist es. So, ich könnte meinen Schwimmer mal wieder mitnehmen.
Titan, juhu. Blei auch mal wieder super. Hier geht's echt direkt zur Forschungsstation runter, ne? Wie super cool. Da unten ist die Forschungsstation. Ich habe wirklich meine Basis direkt daneben aufgebaut. Das ist total geil, das jetzt zu wissen. Ich habe immer versucht, den außenrum wieder den Eingang zu finden. Und dabei war ich die ganze Zeit direkt neben dem Eingang hier. Das ist ganz schön peinlich. Aber so ist es. Ich habe die ganze Zeit direkt neben dem Eingang gewohnt. Ohne es zu wissen. Yes, das gibt Titan. Nicht irgendwo noch ein bisschen Schrott oder so. Leider nein. Nun gut. Dann, da hier liegt noch Schrott. Den nehme ich auch noch mit. Salz. Mein Inventar ist voll. Na wunderbar. So, kurz noch was trinken. Keine Sorge, ich habe noch genug Luft. Guck mal, so können wir nämlich jetzt da unten rein oder einfach hier reinspazieren. Ist das nicht schön? Zack. Und dann grinst uns wieder unsere Katze an. So, wir haben auf jeden Fall jetzt hier viel mehr Platz. Herrlich. So, das Spielzeugauto packen wir gerade noch hier irgendwo hin. Da, es kommt noch da auf den Tisch. Können wir den Spind noch zu Ende bauen. Und dann das Stasegewehr. Kann ich das hier herstellen? Stasegewehr, da ist es. Dann stell es mir doch mal her. Wunderbar. Das sieht doch ganz schön geil aus. Herrlich. So. Motivational note. Craig McGill crash landed in the acid swamps of Boreal 9. Fought off arachnid kidney poachers. And hijacked a tame Star War. If he can do all that, you can survive one more day. Ja, ist manchmal so geil, ne? So. Zack, die beiden da rein. Deshalb benutzt man auch Signalbojen, damit kann man sich besser orientieren. Ja, ich habe halt nur irgendwie Respekt davor, wenn ich dann halt irgendwann 10 von den Dingern im Wasser habe, weiß ich nicht mehr, was was war. Wisst ihr? Deshalb. So. So. Schwupp. Oh, geil, ich kann pennen. Wie nice. Huh. Das erste Mal gepennt. Nach wie viel? 80 Tagen oder so? Vor allen Dingen 2 Wochen, ne? Inkubationszeit 2 Wochen. Wir müssten eigentlich schon längst tot sein.
Ich würde mir gerne noch ein richtig schönes Poster hier über mein Bett hängen. We're already 200 meters below sea level. You want to go deeper? Look around us, Chief. Water leaking through the hull, water outside the hatch. We're drowning real slow. If rescue arrives, whatever shot us down, it's gonna do it again and again until it's shut off. You see an off switch around here, Chief? Why would it any more likely be half a kilometer down? Your kid found something on the scanner. There's something down there. Something that shouldn't be. You're mad! I'm going all the same, and I've an idea you two are gonna follow. But if you do, be mindful. Your authority stopped at sea level. Basisinstallation Wasserfiltersystem. Das Filtersystem bezieht für menschlichen Verzehr ungeeignetes Wasser aus einer externen Quelle, spaltet es auf atomarer Ebene in seine Inhaltsstoffe und erzeugt Trinkwasser und Salze, während schädliche Nebenprodukte beseitigt werden. Es kann in allen kompatiblen Basismodulen gebaut werden, hat aber einen erheblichen Energiebedarf. Das Wasserfiltersystem von Altera. Jede Flüssigkeit zu reinem, erfrischendem, pH-neutralem Wasser. Korrekt. Jede Flüssigkeit. Ach, ist das schön mit den ganzen... Ja, fein. Zack, und zweimal Salz. Very nice. So, hier packe ich erstmal wieder jede Menge rein. Das nehmen wir tatsächlich alles mit. Die beiden Sachen kann ich wegschmeißen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir alles mit und das nehmen wir auch alles mit. Wunderbar. So, jetzt kann ich endlich mal diese ganzen Eier hier loswerden, Leute. Brüte von mir aus. Ich hoffe, ihr verreckt alle. Scheiß Sandhaie. Ah, so sehen die Dingens-Eier aus. Das Blutöl und den Dung nehme ich jetzt mal mit rein. Und pack das mal drinnen in die Schränke, weil die Teile hier draußen brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr. Und hier ist nichts mehr drin. So. Mein Inventar ist voll. Wunderbar. Aber ich glaube, diese Dinger hier kann ich jetzt mal in einen Abfalleimer packen, ne? Weil die brauchen wir wirklich überhaupt gar nicht mehr. Oh, ehrlich jetzt. So, die drei Sachen da rein. Zack, direkt neben dem Schreibtisch hier diesen formschönen Behälter. Nein, den wollte ich so da hinsetzen. Ist er nicht süß, aber der soll mich angucken, wenn ich rauskomme. Wenn ich reinkomme. So, Manno hinsetzen. Danke, so. Weg damit. Kann ich die endlich mal entsorgen. Ah, ich hatte nur noch Blei gefunden, ne? Könnte ich gleich direkt noch... So, habe ich das noch am Start? Nee, habe ich schon wieder reingepackt. Dann könnte ich das zumindest gerade noch zu Ende bauen. So, Titan. Wunderbar. So, die Frage ist jetzt, was will ich noch an Bord bauen von meinem Zyklopen? Ne? Weil das Zeug würde ich gleich noch mitnehmen. Ich guck
Wo habe ich hier hinten jetzt noch Blei? Ja, da habe ich Blei reingelegt. Zack. Ich könnte hier drüben auch nochmal einen Eingang bauen eigentlich, ne? So, jetzt sieht meine Basis auch nicht mehr unfertig aus. Das ist doch richtig schick. Das kann sich doch komplett sehen lassen, finde ich. Zwei Mehrzweckräume, den wunderschönen großen Raum, mein Tauchdock, alles schön verfenstert hier. Nicht verfinstert, sondern verfenstert. Hep. Wunderbar. So. Was möchte ich oben noch bauen? Ich möchte auf jeden Fall ein Bett haben. Titan und Fasergewebe. Titan müsste ich eigentlich nicht mitnehmen. Die beiden nehme ich aber auf jeden Fall mit. Guck mal hier, ich habe hier noch zwei Poster. Mich könnte zweimal die Katze anlachen. Wieso kann ich das denn hier nicht? Der will das irgendwie nach da unten bauen immer, ne? Ist ein sehr tiefes Poster hier. Ich frage mich, warum ich das hier nicht vernünftig hinbauen kann. Warum will der das immer so tief bauen? Der checkt das irgendwie nicht. Das auch. Warum? Kann mir das mal jemand erklären? Liegt das vielleicht an der Mod? Ah, ich kann das Snapping auch ausschalten. Cool. Dann erwartet mich jetzt hier nämlich auch die Katze. Das finde ich fein. Und über mein Bett kommt wunderschön hier das Aurora-Poster. Herrlich, da kann man doch gut schlafen, ihr Lieben. So, was will ich jetzt da bauen? Also Fasergewebe hatte ich noch hier. Nehme ich auch gerne wieder ein Röllchen mit. Die Kabelsätze nehme ich mit. Den Ionenwürfel nehme ich auf jeden Fall mit. Ich nehme mal zwei Rubine mit, wobei ich da, glaube ich, welche habe. Sollst du Titanbarren noch mitnehmen? Brauche ich die? Es müssten eigentlich Vogelbrüster sein, ja, da hast du völlig recht. So, wollte ich denn jetzt noch irgendwas Spezielles bauen? Tafeln habe ich jetzt wirklich genug, Violette. Das kann ich mal wieder wegmachen. Also, Titan, Lithium und Diamant. Kabelsätze habe ich mitgenommen für die Täuschkörper. Das ist super. Was brauche ich denn hierfür noch? Plastalbarren, Kupferdraht und Schmierstoff. Habe ich nicht noch einen Plastalbarren da? Ich habe noch einen Titanbarren da. Titanbarren und zweimal Lithium, dann baue ich noch einen Plastalbarren, dann kann ich das nämlich, dann kann ich nämlich oben noch die Station weiterbauen. Bis es wieder hell wird, müssen wir ja nicht aufbrechen hier. So. Und dann, rein da sollst du. Und dann tauche ich einmal nach oben. So. Hä? Ach nein, ich habe das nicht mitgenommen, ne? Ich bin so dumm.
Wieso habe ich jetzt den Titanbarren eingepackt, ich Trottel? Also manchmal zweifle ich echt an mir selbst, ne? Es ist schon wieder zu spät, Leute. Es ist einfach schon wieder zu spät. So. Aber das wird ja auch hier die letzte Runde jetzt werden. So, einmal Schmieröl. Kupferdraht. Schmieröl. Und jetzt hätte ich bitte gerne noch einen Plastalbarren. Hallo, Layla. Ich kann dich sehen. So. Dann lasst uns mal... unseren Raketenturm weiterbauen. Ah, und da geht auch die Sonne wieder auf. Dann können wir auch wieder los. Bitte einmal konstruieren. Juhu! Das ist doch fein. Nice. Da haben wir jetzt auch wieder so ein Ding dran. Na komm, bau fertig. Aufzug rufen. Aufzug aktivieren. Cool, dann können wir bis da hoch. Soll ich mal einfach mal hochfahren? Hui. Boah, da ist der langsam. Ja, geil. Kann ich meine Rakete besteigen, um wegzufliegen? Problem ist, A, ich brauche eine Rakete. B, ich muss meine Infektion loswerden. So. Neptun-Haupttriebwerk. Zweimal Aerogel, Nickelerz dreimal und noch ein Plastalbarren. Das haben wir schon fast wieder alles. Das ist doch ganz nice. Können wir beim nächsten Mal bauen, wenn wir wieder hier sind. Seemottenperimeter-Abwehrsystem. Das möchte ich mir gerne noch einbauen. Krebstorpedoarm. Krebswurfhakenarm. Feuert einen Wurfhaken zur verbesserten Fortbewegung ab. Cool. Ja, den pinne ich mir auch mal mit an. Die würde ich gerne beide machen. Ich kann vermutlich immer nur zwei Arme haben, ne? Wurfhaken und Bohrerarm. Torpedoarm ist natürlich auch geil. Seemotten-Torpedosystem, das wäre natürlich cool. Quallenrochen und Krabbel... Was war das? Titan-Lithium-Aerogel. Ich brauche mehr Aerogel. Das Sprungtriebwerk, habe ich das schon? Weiß ich nicht. So, Krebstiefenmodul, das wäre auch gar nicht so dumm. Hier, Zyklop-Tiefenmodul Stufe 3. Unknown Item. Stufe 2 wäre erstmal Plastalbarren und Nickelerz. Zyklop so nah kann ich noch bauen. Das wäre auf jeden Fall ganz geil. Wärmereaktor wandelt Wärmeenergie aus der Umgebung in elektrischen Strom für den Zyklopen um. Da brauche ich noch einen Teil für, was ich noch nicht kenne. Vermutlich kenne ich es doch und er will es mir wieder nicht zeigen. So. Sehr, sehr schön. Brrr. Ja,
sieht das schön aus. Sieht aus, als würde jemand wohnen. Ihr Lieben, bis genau hierhin. Vielen Dank fürs Zuschauen.